Wir sind jetzt komplett gebildet. Ja, das hat sich doch jetzt ganz gut. Die aus den letzten Reihen könnte ich ruhig auch nach vorne trauen. Aber wir beginnen jetzt einfach mit der Podiumsdiskussion. Das ist noch nicht der Abschluss des Fachtages. Wir wollen es nicht in die Länge ziehen. Allerdings gucken wir natürlich, dass wir nach der Podiumsdiskussion noch einen runden Abschluss kriegen. Dann würde es noch ein kleines Resümee geben. Allerdings nicht länger als 20 Minuten. Eine Viertelstunde von unserem Dekan Heiko Klebe. Ich darf jetzt das Podium kurz vorstellen. Ich beginne einfach mal von links. Wenn ich mein Skript aufgeblättert habe, möchte ich den Namen nicht falsch vorlesen. Also, wir begrüßen als erstes Martin Kositzer. Martin Kositzer ist Sozialarbeiter und Sozialpädagoge, hat an der FH studiert und hat einen Master an der ASH gemacht. Er arbeitet im Bereich der Jugendhilfe. Frau Professor Wiese ist Lehrbeauftragte, nicht Lehrbeauftragte, hauptamtliche Lehrende, Professorin bei uns am Fachbereich 1 für Sozialmanagement. Genau, also dieser, genau. Martin Patzelt ist Sozialarbeiter, ursprünglich von Beruf, hat auch in der Sozialarbeit gearbeitet, war dann einige Jahre in Frankfurt ohne Oberbürgermeister von Landesmann. 2010. Ich komme aus Frankfurt-Oder, deswegen kommen wir uns nicht durchaus bekannt vor. Und jetzt ist er für die CDU im Bundestag. Mit ich sitze Frau Professor Angela Winklein, auch hauptamtlich Lehrende bei uns am Fachbereich 1, mit der Professur Friedenspädagogik und Ökologie. Sie hat hier an der Fachhochschule Potsdam die Weiterbildung für Mediation und Konfliktmanagement von Anfang an mit aufgebaut und ins Leben gerufen. Und sie arbeitet jetzt friedenspädagogisch und vor allem konfliktmanagementartig, möchte ich sagen, in verschiedensten Bereichen der Welt, in Namibia, im Kaukasus und so weiter und so weiter. Sie wird dieses Streitgespräch, diese in Brandenburg auch, sie wird diese Podiumsdiskussion heute für uns moderieren. Dafür sind wir sehr dankbar. Neben vor mir, der hat Platz genommen, Dr. Bernd Habermann, Professor Dr. Bernd Habermann, hat einen Gastprofessur seit vielen Jahren an der Universität Potsdam. Er ist Wirtschaftsphilosoph und hat ein sehr bekanntes Buch rausgegeben, der Wohlfahrtsstaat. Der Verlag liegt mir nicht auf der Zunge. Im Finanzbuchverlag. Neben Herrn Habermann hat Platz genommen Andreas Klose. Er ist Sozialpädagoge und Diplom, nicht Sozialpädagoge, nur Diplom-Soziologe, was heißt nur. Andreas Klose ist. Ja, es ist Spiel, sehr schön. Also, Andreas Klose ist Diplom-Soziologe, ist hauptamtlich Lehrer bei unserem Fachbereich. Ja. Und beschäftigt sich viel auch mit Fußballsoziologie. Genau, das sind so seine Arbeitsfelder, Haupt im Moment. Damit ziehe ich mich zurück und wünsche ein spannendes Gespräch in der nächsten Stunde. Zu erleichtern.
die Mündigkeit, die Klienten eigentlich haben sollten, oder nicht Klienten zu sein, so zu fördern, dass eine eigene und eigenständige Interessenvertretung der Klienten möglich ist. Geht das? Ich möchte jetzt nicht immer dranhängen. Ich würde gerne fragen, wer von Ihnen möchte beginnen? Und da Sie um 5 nach 6 gehen müssen, das heißt nur vorher, möchte ich noch etwas abschließen, was von Ihnen fragen, bitte ich Sie zu beginnen. Ja, ich habe den Vortrag von Herrn Tisch eben ganz komplett bekommen. Und hat mir vom Hase gefallen. Der Humor eines älteren Herrn, sehr gewandt und präzise in der Wortgebung, in der, ein wirklich erfahrener Pädagoge und in der Sozialarbeit offenbar sehr gut zu Hause. Ich habe aber vermisst, oder ich habe nicht vermutet, was seine Ansicht dazu ist, aus verschiedenen Polemiken von ihm zwischendurch, so kleine Spitzen. Er ist offenbar kein Freund der Marktwirtschaft, also auch kein Freund der vielen Initiativen, die es außerhalb des Staates gibt. Er ist, den Eindruck hatte ich, ein Mann, der ihren Markt verengen will auf den Staat und seine Angebote vom Arbeitsamt bis zur Jugendhilfe und was es da alles gibt. Ja. Das wäre ein Verengung des Berufsfeldes, wogegen ich mich erinnern würde. Es wird sich eine ganze Reihe von Fragen stellen. Ich habe die Frage der Finanzierung, es wird noch die Fragen, wie organisiert man Angebote und wie kommt das überhaupt zusammen? Die Gefahr ist ganz groß, dass die Politik im Hintergrund haben, dass sie zu dem Vormünder der Nation werden, dass sie überall einmischen, wo sie glauben, Probleme da sein und dann auch mit einer Mission, das habe ich ja auch von Herrn Tisch erfahren, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit in der Familie endlich mal herzustellen oder danach anzufangen. Das hatte ich erwartet. Also, er hat ja selber vor diesen Gefahren gewarnt, aber er fördert sie. Also meine Kirche. Professionelle Arroganz, Bevormundung des Nächsten und auch zum Moment und so weiter überhaupt nicht die Rede eigentlich. Die ganz anderen Möglichkeiten, die Sie als Sozialarbeiter haben könnten, in den freien Bereichen, es gibt Stiftungen, es gibt soziale Initiativen rundum von Gewerkschaften angefangen. Es gibt sehr, sehr viele Vereine, also im letzten Jahrhundert war ja die gesamte Sozialarbeit praktisch eine Sache der freien Initiative und ist nun mehr und mehr durch den Beruf verstanden und organisiert. Wenn das Ansehen nicht so groß ist, viele Sozialarbeiter, so wie deswegen, weil sie sich an den Staat gehängt haben, dafür möchte ich wirklich warnen. Er mag auch ein zusätzlicher Anbieter sein, besonders in wirklichen Projekten, wo sie ex officio einschalten müssen, weil zum Beispiel Leben und eine Entfaltungsmöglichkeit und hast bedroht wird in einer Familie oder so. Aber es sollte eben nach dem Subsidiaritätsprinzip, sollten sie meiner Meinung nach lieber außerhalb des Staates suchen, die Verhältnisse zu verbessern, von Eheberatung, die man auch professionell anbieten kann. Also überhaupt als selbstständiger Freiberufler, das wäre auch einmal mit einer speziellen Kompetenz, das wäre doch was verlockend, sage ich. Ich war auch lange genug angestellt, wie das furchtbar war. So rumgemangelt zu werden, sich im Frieden und schützen zu müssen, rumzuschachern. Selbstständigkeit ist ja das Wunderbare. Und wenn sich zur Selbstständigkeit Leute fördern wollen, muss es doch selber sein, oder? Dann ist ja ein Vorbild, wie man mit Konflikten umgeht und mit Problemlagen, die sich als Selbstständiger natürlich reichlich haben. So weit zu empfehlen. Vielen Dank. Klar, ich habe Klar, für eine völlig andere soziale Arbeit, für viel mehr Selbstständigkeit, für eine Autonomie, die sich bereits in der Berufsanbindung, in der institutionellen Anbindung zeigt, nämlich möglichst wenig Anbindung und möglichst viel Raum dazu helfen, wo es angefragt und gewollt ist und nicht, wo es über alle möglichen Kanäle gefördert, aufgedrückt und vielleicht auch gegen den Willen, dann irgendwie zum Wohl der Betroffenen passiert. Vielen Dank. Ja. Also ich nehme Ihre Fragen mal wörtlich und sage, ich sitze im Bundestag und ich versuche Entscheidungen zu befördern und zu treffen, die einen Mehrwert entstehen lassen. Wie ein solches gesellschaftliches Miteinander erhalten, dass tatsächlich ein Profit entsteht, der dann wiederum benutzt werden kann, um eine ausgleichende Gerechtigkeit, nicht nur eine formale in der Gesellschaft zu befördern, ein Mehrwert. Auch der von einer Mehrheit der Wähler getragen wird, denn es sind alle Steuergelder, die Mehrheit der Bevölkerung, der Wähler,
muss entscheiden, dass sie von diesem Mehrwert einen Teil für Sozialarbeit und für Unterstützung ist, für die wir tatsächlich ausgeben. Das ist nicht so eine einfache Arbeit, das ist immer ein Ring mit diesen unterschiedlichen Ansprüchen. Und ich versuche, das im Rahmen meiner Tätigkeit in einem Spezialausschuss, also im Familienausschuss oder im Menschenrechtsausschuss, tatsächlich dann die Bedürfnisse von bestimmten Menschengruppen in der Politik auch ins Bewusstsein kommen und die notwendigen Entscheidungen für die Finanzierung und für eine gute Ausbildung zum Beispiel von Ihnen, dass diese Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und dies versuche ich auf den Hintergrund von Einbeziehung der fachlichen Erkenntnisse, Erfahrungen, die in der Gesellschaft gewachsen sind. Vielen Dank. Das heißt, ein etwas anders gelagertes Plädoyer für eine Unterstützung, wo sie nötig ist, für langfristige Überlegungen, was entgeht der Gesellschaft als Ganzer, wenn diese Unterstützung nicht passiert? Ja, aber auch, dass der notwendige Mehrwert dafür in der Gesellschaft geschaffen werden kann. Denn in der Konfrontation von Wirtschaft, so wie ich sie vorhin... Dass da Förderung entsteht? Nee, das überhaupt nicht. Ich sage es mal ganz banal. Es muss ja Knete da sein, damit was verteilt werden kann. Und in der Konfrontation zwischen Wirtschaft und sozialem Feld in der Gesellschaft denke ich immer wieder, ja, das habe ich gerade in einer Gruppe von Besuchern von der Tafel gesagt, ihr müsst immer daran denken, wenn nicht ein Mehrwert entsteht, dann haben wir nichts mehr zu verteilen. Also muss man sehen, dass ein Mehrwert entstehen kann. Durch zum Beispiel qualifizierte Arbeitskräfte, die Fähigkeit. Durch Arbeit, durch Forschung, durch Motivation zur Arbeit, durch einen Markt, der tatsächlich auch beobachtet und genutzt wird. Und alles weitere. Forschung wird sehr viel staatlich unterstützt. Wir bauen dann noch ein paar Gegensätze auf. Frau Wiese? Ja. Ja, ich habe ja selber geforscht in dem Bereich. Ich kenne jetzt zwischen zwei Disziplinen. Ich bin ja einerseits Sozialarbeit und Sozialpädagogin, andererseits Wirtschaftswissenschaftlerin. Und habe mich ja beschäftigt mit dem Thema Konsumentensouveränität im Bereich sozialer Dienstleistungen. Und habe mir ja mal angeguckt, das neue Finanzierungsmodell, Subjektfinanzierung in Form von persönlichem Budget. Und es gab ein Gutachten von der Monopolkommission, die 1998 gesagt haben, als Subjektfinanzierung gibt den Leuten das Geld direkt in die Hand, die ganzen Sozialfällen, die entscheiden dann selber, was sie damit machen. Und das regelt sich dann schon, da habe ich gedacht, so, das überprüfst du mal, du führst mal Interviews mit einer Gruppe, die sehr schwierig ist, also mit Obdach- und Wohnungslosen. Das war also der Schwerpunkt meiner Dissertation. Und ich habe Gruppeninterviews geführt mit Obdachlosen, habe denen gesagt, was würde ich denn mit dem Geld machen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total überrascht über die Antworten, die ich bekommen habe. Die haben sehr differenziert auf dieses Thema geguckt. Die haben sehr klar gesagt, was sie wollen. Und ich habe dafür für mich etwas ganz Wichtiges mitgenommen, gerade bei dieser Klientengruppe. Es ist eine Klientengruppe, die ja extrem defizitorientiert betrachtet wird. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte mit Leuten zu tun, die haben 10 Jahre lang auf der Platte überlebt. Zum Beispiel eine Frau, ohne einmal vergewaltigt zu werden, was schon sehr ungewöhnlich ist. Und ich habe gesagt, mein Gott, was hat die für Ressourcen? Dass die das schafft, den Alltag zu organisieren. Was ich gelernt habe, und das ist jetzt auch der Ansatz, den ich vertrete, ist, wir müssen den Klienten, das können wir auch viel mehr zutrauen, und wir müssen viel stärker an die Ressourcenorientierung reingehen. Wir müssen wirklich die Frage stellen, was können die Leute und wo haben sie ihre Lernfelder? Und das geht dann nämlich dazu, sie zur Selbstständigkeit zu befähigen. Und deshalb plädiere ich auch dafür, vielleicht mal über unser Finanzierungsmodell, über unser sozialhilferechtliches Kreisfeld nachzudenken, vielleicht noch ein bisschen mehr in Richtung Subjektfinanzierung zu gehen. Dankeschön. Das heißt genau, was für die Sozialarbeiter? Für die Sozialarbeiter heißt es, wirklich ressourcen- und lösungsorientiert weg von den defizitorientierten Denken zu kommen, hin zu den ressourcenorientierten. Diese Klienten können etwas, jeder Mensch kann etwas, jeder Mensch hat Ressourcen. Diese gilt es zu fördern und dann die Klienten zu führen und zu leiten, dass sie langsam aber sicher Ressourcen aufbauen können. Ist eine Ähnlichkeit zu Dr. Habermann mit gezielt auf Anfrage, nicht einfach umgehen sollen, sondern warten, bis wirklich etwas angefragt wird und gewünscht oder auch genutzt wird? Ich denke, in meinem Modell, wie ich es habe, kann auch vom Staat, also von staatlicher Seite Angebote gemacht werden, wo die Leute dann selbstständig das auch wahrnehmen.
Meine Erfahrung ist zum Beispiel mit Obdach- und Wohnungslosen gewesen, in dem Fall, die wussten auch teilweise gar nicht, dass Angebote existieren. Also ne, man muss die Leute auch dahin bringen, dass sie erfahren, was es für Möglichkeiten gibt und wie ihnen geholfen werden kann. Also deshalb, ich würde schon ein bisschen mehr von staatlicher Seite reingeben, als Herr Habermann es tun würde an der Stelle. Danke. Gut, also okay, also wie ich versuche, Selbstständigkeit im Rahmen der sozialen Arbeit zu realisieren, das habe ich jetzt noch so im Hinterkopf, das ist die Frage gewesen. Also einfach versuche ich das natürlich in meiner konkreten Arbeit mit den Jugendlichen, ist auch relativ pragmatisch, wir machen Ausbildung, aber auch andere Sachen und ich versuche halt, sie dabei zu unterstützen, dass sie dieses Ziel erreichen und dann selbstbestimmt möglichst oder weitgehend selbstbestimmt dann mit einem eigenen Job später auf eigenen Beinen stehen und dass sie halt eben diese eine Hürde von der Schule in den Beruf über eine Ausbildung ganz meistern. Und auf der anderen Seite, wo ich denke, dass das vielleicht zum Teil nicht umgesetzt wird oder nicht möglich ist, versuche ich das über Beratungstätigkeit. Ich bin bei Berliner Rechtshilfe von Jugendhilfe oder auch über Gremienarbeit zu unterstützen, dass halt eben auch zum Beispiel von der Basis Informationen zur Politik kommen, wie denn die aktuelle Lage ist und wie sich bestimmte Situationen oder bestimmte Förderprogramme, bestimmte Konstellationen zwischen Agentur für Arbeit, Jobcenter, Jugendämter und dergleichen auf die Gruppe der Jugendlichen auswirken. Wie lange kriegen die Förderung? Ist das jetzt speziell, weil ein Defizit definiert wurde? Oder ist es ein Angebot, das Sie wahrnehmen und Sie merken dann, an welchen Stellen Unterstützung spezifisch organisiert werden sollte? Das ist ja ganz unterschiedlich. Wenn wir von der Jugendhilfe sprechen, dann kriegen wir in der Regel für ein halbes Jahr eine Finanzierung. Und es gibt natürlich noch den anderen Rahmen, das ist die Ausbildungsdauer. So eine Ausbildung dauert dann bei uns bis zum Koch, zur Köchin ist 3 Jahre. Und ansonsten gibt es halt im Rahmen von Jobcenter und Agenturen halbjährige Maßnahmen, 10-monatige Maßnahmen, sowas in dem Dreh. Aber ich sage mal, so bis maximal ein Jahr sind dann die Vorgaben. Und was soll damit erreicht werden? Dass sie in eine Ausbildung einmünden oder beim Jobcenter ist es ja natürlich klar, dass sie aus einem Leistungsbezug gehen, also dass Transferleistungen reduziert werden. Ich habe in England ein Beispiel erlebt, deshalb frage ich so nach, wo mal berechnet wurde, was kostet es die Gesellschaft, wenn Jugendliche aus der Ausbildung rausfallen, abbrechen, sie in irgendeiner Form nicht fertig machen. Und die Kosten waren dermaßen hoch, ich habe jetzt keine Zahlen mehr in Erinnerung, aber die Kosten waren so hoch, dass innerhalb relativ kurzer Zeit, also im Rahmen eines Jahres, ein Beratungssystem etabliert wurde, um die möglichst effektiv in die Ausbildung zu lassen oder so zu platzieren, dass sie erfolgreich alle abschließen können. Passt das irgendwie dazu oder sind Sie da auf einer ganz anderen? Also es passt in gewisser Weise dazu, aber natürlich können auch die Vorstellungen oder die Aufträge der Auftraggeber zum Teil dem entgegensprechen. Das ist eh ein komplexes Thema. Ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass man durch ein perfektes Berufsorientierungssystem jeden an den richtigen Platz bringt. Das wird, glaube ich, auch nie ganz gelingen. Das gibt viele Wünsche dazu und es gibt ja auch, ich komme aus Berlin, da gibt es ja auch einige Initiativen. Es gibt ein Landesprogramm Berliner Berufs- und Studienorientierung jetzt. Es soll die Berufsagenturen geben, alles im Sinne der Optimierung, damit die dringend gebrauchten Arbeitskräfte der Wirtschaft zur Verfügung stehen. Aber ich denke, man kann halt eben nur bedingt optimieren, weil es halt einfach aus der Schule heraus so viel schwierig ist, den richtigen Weg zu finden. Und auch für die Schule, glaube ich, immer schwer ist, da den Beitrag zu leisten, der nötig wäre, um eine ordentliche Berufsorientierung zu machen. Ja, so. Das letzte Wort, aber für die beste Runde und. Genau, also vielleicht darf ich 2 Dinge vorneweg schieben, um dann auch speziell auf die Frage einzugehen. Autonomie im Sinne der Selbstbestimmung ist für mich eher eine Zustandsbeschreibung und gar nicht Ausdruck, oder damit vielmehr, also keine Zustandsbeschreibung, sondern vielmehr Ausdruck von einer bestimmten Grundhaltung, die man hat. Weil Autonomie in dem Sinne ist in einer Form von gesellschaftlichem Zusammenleben und dem Menschen als soziales Handeln nicht möglich.
Das heißt, hier wird etwas postuliert, was man gerne möchte, und da muss man dahinter schauen, was damit verbunden ist. Und der zweite Punkt in dem Kontext, den ich vorneweg schiebe, ist quasi die Widersprüche, also dass es auch stark abhängig ist von der Widersprüchlichkeit in der Haltung, die man zur sozialen Arbeit hat. Also die Widersprüchlichkeit in der Haltung der sozialen Arbeit, dabei meine ich, dass auf der einen Seite soziale Arbeit gesehen wird als die Profession, die im Grunde genommen das Leid lindert, die Ungerechtigkeit bearbeitet und zu einem gesellschaftlichen Wandel im Sinne von einem besseren Zusammenleben halt führen soll. Durch Eingriffe, durch Prävention, durch all diese Punkte, die wir kennen. Und auf der anderen Seite, das ist die Widersprüchlichkeit darin, die soziale Arbeit, die genau zum Erhalt von diesen sozialen Ungerechtigkeiten beiträgt, also sprich die Strukturen quasi innerhalb. Und in dieser Widersprüchlichkeit bewegen wir uns alle und sogar innerhalb der Profession. Das heißt, auch innerhalb der Profession gibt es Menschen, die arbeiten und sagen, ja, soziale Arbeit trägt zum Erhalt quasi von sozialer Ungleichheit durch ihre Arbeit bei. Das, und dazwischen gibt es ganz viel in dem Bereich drumherum, also in dem Bereich, der gefüllt werden kann, aber diese beiden Grundwidersprüchlichkeiten, auf denen bewegt man sich, und je nachdem, welche Haltung man zu diesen beiden Widersprüchlichkeiten hat oder selber hat, wird man auch die Frage der Autonomie, Selbstbestimmung, Mündigkeit beantworten. Also, bitte? Ja, also wie ist, komme ich jetzt in was mit, kannst du uns noch das aussehen, zwei Dinge vorneweg. Das heißt, was mache ich eigentlich quasi in dem Kontext jetzt hier im Rahmen von Ausbildung? Ich habe ja nur noch lange in den Feld mit Jugendlichen gearbeitet, also das heißt im Zusammenhang mit Klientel, den kann ich auch noch gleich darstellen, aber der erste Punkt im Rahmen von Ausbildung, es geht dahin, auch dafür zu sensibilisieren, also deutlich zu machen, dass soziale Arbeit immer im gesellschaftlichen Kontext handelt. Und wenn man Autonomie fordert, dann muss man sich gleichsam die Frage stellen, wie verträgt sich denn eine solche Forderung mit eigentlich dem gleichen oder auch oftmals von gleichen Personen auch formulierten Interesse von Interdisziplinarität, von bis hin zur Transdisziplinarität. Also das heißt, wie vertragen sich solche gegensätzlichen Positionen? Auch das ist eine Schwierigkeit. Wovon hängen nun solche, solche Einschränkungen von Autonomie, von Selbstbestimmung, wovon hängen die ab? Ich sage, es gibt drei große Bereiche, von denen die abhängen. Das eine sind die Rahmenbedingungen, unter denen man, also man arbeitet. Im weitesten Sinne auch, sind damit vor allen Dingen natürlich auch Ressourcen gemeint, mit denen man, über die man verfügt. Im Zweiten und auch mit welchen Adressaten oder Klientel man zusammenarbeitet. Zum Zweiten geht es letztendlich um Organisationsstrukturen und Organisationskulturen, in denen man unterwegs ist. Und auf der dritten Ebene geht es auch und vor allem auch um den Bereich von sozialer Kontrolle, der stattfindet. Und soziale Kontrolle, sowohl die soziale Kontrolle, die ich selbst über für mich quasi, die Selbstkontrolle damit eingebunden, der zweite Bereich der öffentlichen Kontrolle, aber auch den der Professionskontrolle, das heißt, wie schaut die eigene Profession auf mein Handeln. Und insofern hängt die Frage von Förderung, also ich spreche ja nie von Erreichung, die Frage von Förderung, wenn man dem folgt, und dem neige ich sehr zu, davon hat, dass man dann könnte, ich muss auf die Ressourcen schauen, wenn ich über viele Ressourcen verfüge und wenn ich mit freiwilligen Klientel zusammenarbeite, habe ich viel größere Möglichkeiten, Formen von Autonomie oder Selbstbestimmung bei den Klientel quasi zu fördern, als wenn ich über wenig Ressourcen verfüge und halt entsprechend mit Pflichtklientel, also sprich in pädagogischen Zwangsverhältnissen arbeite. Was meint das? Dazwischen gibt es auch wieder
Menge, ne? Aber ich bin jetzt bei der Variable. Was meint das? Abschließung. Ja. Ja. Ne? Ich sage nur Abschließung. Ich habe 2 Minuten. Was meint das letztendlich? Das meint, dass in Verhältnissen, in denen ich relativ frei über Mittel verfügen kann und in denen die Leute relativ, also frei zu mir kommen, und damit meine ich nicht unbedingt die Jugendgerichtshilfe und auch oftmals nicht hier den Streetwork-Bereich, obwohl man das oft glaubt, aber in dem Augenblick, wo Leute frei zu mir kommen, habe ich viel größere Möglichkeiten, entsprechende Potenziale bei den Leuten auch zu fördern. Wenn ich über wenig Ressourcen verfüge und die Leute nicht freiwillig zu mir kommen, dann habe ich viel weniger, also neige ich viel eher dazu, bestimmte Dinge A, bürokratisch und B, vielleicht auch eigeninteressig zu behandeln und Autonomie oder Selbstständigkeit von Adressaten und Klienten halt entsprechend nicht zu fördern. Dankeschön. Das ist eine schöne Einigkeit mit Herrn Hammermann, der. Ressourcen finanziell gesehen werden, aber ich vermute mal, das ist ja noch was anderes. Und ich glaube, Sie können es gar nicht mehr erwarten, darauf zu entgegen. Ja, nach ein paar Fragen, weil ich ja kein Sozialarbeiter bin. Autonomie, finanzielle Ressourcen, je mehr, desto besser. Klar, das sagt jeder. Das ist mehr, ich habe, umso mehr kann ich machen, vollkommen klar. Aber woher wollen Sie das Geld denn haben? Ich nehme an, Steuerfinanzierung, ja? Ich meine, wie finanzieren Sie sich in dieser Autonomie? Es ist keine Autonomie, wenn Sie. Es ist keine Autonomie, wenn Sie am Steuertopf kriegen. Das kann man nicht mehr. Das eine. Das zweite. Auf welcher Autonomie, auf welchem Auftrag, auf welcher Basis sind Sie denn tätig? Explizit? Sind Sie dann Stelle, die. Weil sie unsere Chancenungleichheit sehen, ich sehe überall übrigens, und ich sehe auch kaum zu beseitigen. Zum Beispiel, ich sehe unbemäßig aus. Also nicht solche Chancen wie Ronaldo oder solche Rechenschulden. Wie wollen Sie da Chancengleichheit herstellen? Wie wollen Sie Chancengleichheit herstellen zwischen jemandem, der eben etwas weniger graue Zellen hat und dem, der etwas mehr davon verfügt? Wie wollen Sie Chancengleichheit zwischen einem faulen Typ, ein fauler Ast und ein Wahnsinn, der ist ein Streber. Oder Temperamentsachten und dann natürlich auch die sozialen Lagen, die ökonomischen Lagen. All das schafft Chancenungleichheiten, aus welchem Elternhaus sie kommen, in welcher Region sie sind, welche religiösen Bindungen sie haben. Ja, aus der Chancengleichheit schafft dann ihre Autonomie ein Totalmandat zur Totalherrschaft, würde ich sagen. Also ich würde vorsichtig sein in der Wortwahl, das hat mich auf ein Tier in seinem letzten Vortrag sehr gestört, dass im Ausdruck die soziale Gerechtigkeit schon immer unsichtbar und nie definiert wird. Ja, das ist die Wirkung der sozialen Gerechtigkeit. Alle gleich am gleichen Punkt starten oder wie? Wie soll das denn sein? Kein Wort hat davon gesagt, was er nicht als Liberaler will sagen, das ist mir schon klar, was ich damit meine, wenn ich da nicht vor dem Gesetz keine gesetzliche Bewegung. Aber Scharfschussleit ist alle auf derselben Linie anfangen. Das ist eine Utopie, deren Durchführung mit politischer Gewalt also nur wirklich zu einem Horrorstaat führen kann. Das mal zur Legung der Gewalt sagen. Doch. In dem Augenblick ist es ein Schulter. Das ist ein Problem. Und da schadet die anderen aus. Sie dürfen sofort ganz kurz anlegen. Nur zum ersten Punkt. Beim zweiten bin ich gar nicht, eigentlich fühle ich mich gar nicht angesprochen, weil ich gar nicht über Chancengleichheit gesprochen habe. Aber das ist noch ein anderes Thema. Aber zum Thema Autonomie und Steuergelder, für die soziale Arbeit bedeutet das in dem Augenblick, wenn ich viele Ressourcen bekomme, bedeutet das erhöhte Form von Kontrolle. Wir haben, Sie sind nicht, ne? Von wem? Ja, von Steuergeldern. Egal, ob von Steuergeldern oder von irgendwelchen Stiftungen, ist mir völlig egal. In dem Augenblick, wo ich viele Ressourcen habe, steigt die Form von Kontrolle. Wir haben, weil Sie nicht aus dem Fach sind, gebe ich Ihnen ein Beispiel dafür. Wir haben ein Feld, was Hirsch auch angeführt hat, nämlich das der Straßensozialarbeit. Mein Plädoyer im Rahmen von Straßensozialarbeit war immer, weil es genau um das ging, was auch gesagt hat, es ging um eine Form an Kritik an Organisations- und stationären Einrichtungen. Solange man klein ist, kann man sich es erlauben, auch das Pädagogik
anschaut, was eigentlich passiert. Je größer ich werde, desto schwieriger wird dieser pädagogische Kaffee, weil ich immer stärker betonen muss, was ich eigentlich tue. Und in dem Augenblick ist durch bestimmte Rahmenbedingungen etc. sind die Sachen eingeschränkt, man muss wissen, wo man hin will. Aber da sind wir an der Stelle gar nicht so weit von anderen. Aber anders schon, glaube ich. Sie können das verhalten, ja, es sind viele Felder aufgemacht worden und ich denke mal ziemlich pragmatisch und auch mit der Ressource Zeit breche ich es manchmal runter, vielleicht ein bisschen unzulässig für Sie, das wird dann holzschnittsartig, aber ich würde mal sagen Autonomie zum Beispiel. Autonomie, wer hat die denn? Das ist ein stellenswertes Ziel und in der Sozialarbeit heißt es Selbstbestimmung. Und mit meiner Selbstbestimmung komme ich sehr schnell an die Grenzen, wenn die Bedürfnisse und die Rechte des anderen da sind, wenn die Rechte der Gemeinschaft da sind. Also meine Autonomie ist immer nur eine relative und ich muss mich selber hineinfinden. Und was Ressourcen angeht, das sprachen Sie, Frau Professor, wie Sie ja von ganz anderen Ressourcen, nämlich von den Ressourcen, die in den Personen liegen, die Ressourcen, die wir haben für unsere Arbeit, die sind wiederum von... Ja, das will ich nochmal verständlich darauf aufmerksam machen. Und das heißt, dass wir die Ressourcen, die wir als Gesellschaft zur Verfügung stellen, also wir als Politik, dass wir die den Fachleuten geben, also Ihnen zukünftig und denen, die schon in Arbeit sind, und sagen, und jetzt macht das fachlich so, wie ihr es richtig macht, wie ihr es am besten versteht. Denn wir als Politik müssen uns ja auf euch verlassen. Und dann finde ich den Ansatz von Frau Wiese schon sehr interessant zu sagen, wir arbeiten ressourcenorientiert und nicht als Reparaturkolonne. Die Gesellschaft wartet nicht unbedingt auf die spezifischen Ressourcen, die einzelne Leute haben. Und das macht ja auch den Selektionsprozess aus. Also bestimmte Ressourcen, bestimmte Fähigkeiten sind höher bewertet in der Gesellschaft, weil sie mehr gebraucht werden oder weil sie im Moment sehr modern sind und gesucht sind. Ich denke mal die ganze Unterhaltungsindustrie oder die Sportindustrie. Und andere sind weniger wert und dann fallen die mit den anderen Möglichkeiten und Ressourcen, die fallen eben, runter. Und ich finde schon, dass Sozialarbeit darauf angelegt sein muss diese Unterschiedlichkeit der gesellschaftlichen Bedingungen und die Unterschiedlichkeit der individuellen Bedingungen abzugleichen und dort in hilfreicher Weise mit dem Klientel auch sich auf den Weg zu machen und sagen, die Gesellschaft ist nicht so, wie du sie dir wünschst. Du musst schon mal gucken, wo du überhaupt wirst. Ich denke mal, Berufswahl, das wird ja heute suggeriert, in meiner Zeit war es noch mehr. Wünsch dir den Beruf, den du dir wünschst. Ich habe meinen 5 Kindern auch immer gesagt, guck doch mal, womit ihr später auch Geld verdient, was gebraucht wird. Nö, die haben alle das gesucht, was ihnen Spaß gemacht hat. Vater. Nee, der Vater, der hat immer geguckt, dass auch gebraucht wird. Das ist noch heute meine Identitätsfrage. Wenn ich nicht gebraucht werde, bin ich unglücklich. Also so definiere ich mich. Ich will bloß die Fragen so stellen, wir müssen das immer abgleichen zwischen dem, wie die gesellschaftliche Realität ist und dem, was machbar ist, sowohl vom Einzelnen als auch von der Gemeinschaft. Und da war ich auch sehr kritisch an dir gegenüber. Ich hatte immer den Verdacht, und ich bin ein Kind, was im Sozialismus groß geworden ist, also die längste Zeit meines Lebens habe ich im sozialistischen Deutschland gelebt. Wenn man die Gesellschaft sich so konstruieren will, sei es von Revolutionären auf der Barrikade oder sei es von der Sozialarbeit, wie man sie sich ausgedacht hat. Also Ideologie halte ich für eine sehr gefährliche Geschichte. Und auch in der Sozialarbeit können leicht Ideologien die Oberhand gewinnen, die dann sich nicht mehr an der Realität messen. Und dann ist Hilfe auch ein Problem und dann muss ich gucken, dass ich meine Klientel auch nicht benutze. Heißt Ideologie hier, dass wir Gefahr laufen in der sozialen Arbeit, mit einem Bild von Gesellschaft auf unsere Klienten loszugehen und versuchen, das passend zu machen, ja, was eigentlich uns nichts angeht? Nein, nichts angeht, würde ich nicht sagen. Ich habe ja auch meine eigenen Vorstellungen. Ideologie heißt für mich, wenn ich das als eine Klammer für mich selbst und für andere sehe und andere dahin bewegen will, sondern dass die Selbstbestimmung, deswegen habe ich nochmal nachgefragt vorhin, ob er auch das Lernen akzeptieren würde. Wir sind doch alle miteinander auf dem Weg. Und was heute gut und richtig ist, das kann morgen schon wieder sich ändern. Ich sage mal die ganze ökologische Problematik. Wie leben wir denn in Deutschland? Wir leben da eigentlich völlig gegen den Strich, weil wir die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte viel zu wenig in unserer Politik berücksichtigen. Auf den tanzenden Vulkan. Und dann denke ich an meine 10 Enkelkinder und sage, mein Gott, ist das verantwortungslos. So meine ich das.
Also Ideologien, die sagen, heute holen wir raus, was wir rausholen können, weil ich ja am Ende nicht mehr glaube und dann müssen wir umgehen. Die Ideologie. Sie brennen darauf, was sagen. Ich sehe, dass wir mit diesem Bild von Sozialarbeit hier etwas auseinanderfallen. Was darf Sozialarbeit überhaupt tun? Wo darf sie eingreifen? Und was mich noch interessiert, ist woher und wohin? Also fördere ich für etwas, um etwas zu erreichen für meine Klienten, mit meinen Klienten? Oder fördere ich, was die Klienten gerne für sich erreichen würden? Also es ist ja, wir haben ja alle unterschiedliche Fähigkeiten, Neigungen, fördere ich, dass die entwickelt werden, dass da ein Mensch sich weiterentwickelt, den ich nicht vorherbestimmen kann, oder gucke ich, okay, du sollst so und so passen. Das wäre ja auch so eine Form von Autonomie, dass ich immer auf die, wie Harald am Anfang sagte, auf die Frage warte und dann fördere, jetzt von den materiellen Ressourcen abgesehen, und nicht, sie müssen ja irgendwie passen und dann brauchen sie das und das und ich fördere mal da und dann passen sie in dieses Schema, was ich habe. Das ist ja eher eine unglaublich vor. Also es ist, ja, danke. Ja, also ich kann da, würde ich gerne mal eine Antwort drauf geben, weil ich dann auch eine ganze Menge Praxiserfahrung habe, gerade in dem Bereich im beruflichen Umfeld. Das heißt also Menschen entsprechend ihrer Ressourcen und ihrer Neigungen zu entwickeln im Beruf, aber auch so in dem Beruf zu entwickeln oder für eine berufliche Tätigkeit, mit der sie glücklich sind. Und andererseits auch in der Lage sind, sich selber also auch zu versorgen. Das heißt also, eben etwas zu tun, was auch Geld bringt, also wo sie Geld mit verdienen können. Da fällt mir halt ein Beispiel ein, das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, war ich in einem Projekt, da haben wir ein ganzes Haus, also es war so ein Projekt, wo es darum ging, junge Leute ein halbes Jahr in der Maßnahme zu haben, um mit denen eine Berufswegplanung zu entwickeln, und wir hatten ein ganzes Haus voller Punker. Und da haben die gesagt, oh Gott, was soll man bloß mit diesen ganzen Punkern machen? Und ich habe gesagt, ganz einfach, an der Lebenswelt ansetzen. Und es ist mir gelungen, mit 3 von denen eine Selbstständigkeit, die sind in die Selbstständigkeit gegangen. 2 haben eine GbR gegründet und haben dann T-Shirts gedruckt, die haben eine Siebdruckwerkstatt gemacht, alles für den Punkbedarf, in Friedrichshain einen Laden eröffnet. Und der andere, das waren auch 2 Leute, ja, und dann 2 andere, die haben einen Plattenladen eröffnet, eine CD und vertreiben halt Punkmusik, Rollmusik, ne? Und das ist Verbindung, die konnten sich selbst versorgen, das ist Lebensweltorientierung gewesen und das beantwortet auch die Frage, also aus meiner Sicht. Das heißt, ich habe versucht bei dieser Arbeit mit diesen jungen Leuten, das waren 4 junge Männer waren das, zu gucken, was interessiert sie in der Lebenswelt, also da bin ich ja der Basis Tiersch, ne? Also Lebensweltorientierung, was passt. Ne? Anstatt jetzt also zu sagen, ihr müsst euch jetzt die Haare waschen, ihr müsst euch jetzt rasieren, und jetzt lernt man was Ordentliches, geht zu der Bankkaufleute. Ne? Die hatten dann auch so ein schönes, die hatten dann einen Existenzgründungskredit beantragt, haben den bewilligt bekommen. Ich habe mit denen Businesspläne geschrieben, dann kriege ich die 50.000 Euro und sind dann damit zur Bank gegangen. Ja, das war für die Siebdruckwerkstatt, ne? Sind dann damit zur Bank gegangen und dann wurden die also allen Ernstes von der Bank gefragt, wo sie denn das Geld her hätten. Die waren so gut drauf, die Jungs, die haben gesagt, aus Waffengeschäft und Drogengeschäft. Ja. So, und das ist für mich sozusagen der Ansatz, dass man guckt, was die Leute wirklich können. Und wie verbindet man das mit einem Bedarf, den die Gesellschaft hat? Also wie können sie auch Mehrwert für die Gesellschaft schaffen? Und ich fand, dass es bei denen ist, das hat sich das wirklich gut gelöst. Ich glaube, der 5. hat auch noch eine Punkkneipe aufgemacht. Okay, also um das nur so zu erklären, was ich darunter verstehe. Frau Wiese von Extremfällen, abgesehen, wo Sie sich einmischen müssen, können Sie auch bitten von Leuten, die sich um den Markt bemühen, was Sie ihnen wahrscheinlich umsonst kriegen, wenn ich es da bezahlen muss? Oder haben Sie ein Mandat von sich aus? Gehen Sie von sich aus in Situationen, die Sie für unzulänglich halten, wo Sie meinen, für bessere Wege sorgen zu müssen? Ganz, ganz wichtig, ja. Das eine wäre ja voll in Ordnung, das andere, da ist die Grenze zur Anmaßung und zur Herrschsucht und zum Selbstführer sehr groß. Sie mischen sich da einfach in Sachen, die nicht vorhanden sind. Bevor man dann
Privatleben wird aufgehoben, nicht geachtet. Also die Problematik war halt, es war eine Maßnahme, damals noch vom Arbeitsamt, weil das ist ja Arbeitsagentur, die sind sozusagen gezwungen worden, in diese Maßnahmen zu gehen, weil da wird ja ganz überrascht, was da rausgekommen ist. Ich meine, das waren wir alle, also ich selber auch, muss ich sagen, dass das so toll alles geklappt hat. Und das ist natürlich die Frage, wie organisiert man so etwas, dass es nicht mit Zwang ist, sondern dass man zum Beispiel Anlaufstellen bietet, wo denn solche Jugendlichen sich auch wenden können und sagen können, wir würden irgendwie gerne uns selbstständig machen in irgendeiner Form, wo bekommen wir Hilfe, wo bekommen wir Schutz? Wäre die Frage, ne? Weil hier ist ja Zwang hinter gewesen. Also, ich sag mal, zum Teil geht es mir doch ein bisschen am Thema vorbei. Ne? Also es gibt natürlich alle Formen der sozialen Arbeit. Es gibt ganz klar staatliche Aufträge, wo Kindeswohl gefährdet wird. Da fragt der Staat nicht den Vater oder die Mutter, willst du es nicht alleine lösen, sondern die sagen halt, okay, wenn das Kind in den nächsten 3 Wochen stirbt das, oder weiß ich was, dann nehmen wir es aus der Familie raus. Wir reden ja eh jetzt nicht über das größte Business in Germany, sondern wir reden ja über soziale Arbeit. Und das ist ein schwerer Kern von sozialer Arbeit, ist halt auch im Auftrag des Jugendamtes tätig zu werden. Dann gibt es einen halbzwanghaften Bereich, das zu ordnen, von dem Sie geredet haben. Das ist so, da ist jemand beim Jobcenter Kunde und wenn er Geld haben will, muss er mitmachen. Und wenn er nicht mitmacht, kriegt er kein Geld. Und Sozialarbeiter können sich fragen, will ich in so einem Bereich arbeiten, kann ich da sinnvoll wirken? Oder macht das gar keinen Sinn, weil ich mache was mit dem, was sie gar nicht wollen. Und das tun Sozialarbeiter regelmäßig und ständig, wenn sie in diesen Bereichen arbeiten. Und das Dritte ist, dass man in einem freien Bereich arbeitet, wo Leute auf eigenen Wunsch kommen. Es gibt Leute, die wollen eine Ausbildung machen, die schaffen es aber nicht. Ja, wir arbeiten im Bereich der Gastronomie, da ist die Abbrecherquote, glaube ich, 45%. Ja, also das heißt, die Realität da draußen ist nicht für jeden erstmal geeignet. Und wir bereiten vor, damit dann irgendwann diese Realität für diese Menschen geeignet ist. So, und sicherlich braucht es immer überall Kontrolle und auch Nachfragen, aber Sozialarbeit ist sehr viel im Auftrag des Staates und damit hoffe ich, vielleicht demokratisch legitimiert aktiv, ja, und nicht aus Raffgier oder aus Machtsucht. Und ansonsten muss man sich das natürlich immer wieder fragen, ist das sinnvoll, was da getan wird? Ich muss das fachlich reflektieren. Und dann muss man vielleicht auch nochmal Einwände machen oder muss versuchen, Dinge zu ändern. Es geht doch immer darum, im Kern, braucht der Mensch diese Hilfe? Was will er? Ist es sein, wo will er hin? Und dann gibt es unterschiedliche Abstufungen. Manche Leute muss man vielleicht erstmal nochmal anstoßen, bevor sie wissen, was sie wollen. Oder sie verhalten sich unbewusst. Weil es sind ja so unterschiedliche Bereiche. Da ist ja jetzt der Bereich Schutz auch mit drin, wo jemand wirklich geschützt werden muss vor Gewalt, vor unglaublichen Schäden. Aber ich glaube, da hat keiner ein Problem zu sagen, ja, da muss irgendwas passieren. Vielleicht tun wir uns besser daran, das mal ein bisschen auseinanderzunehmen, wo ist Autonomie möglich und wo muss diese Schutzfunktion, Rechte auch des Staates und so weiter, einfach möglich sein, weil sonst Dinge völlig schief sind. Das ist ein Punkt, wo eher keine Uneinigkeit ist. Ja, aber ansonsten sollte Sozialarbeit ja immer am Willen des Adressaten orientiert arbeiten. Und dann kann es halt höchstens mal einen Anwalt aus fachlicher Sicht geben, dass man sagt, okay, das will ich jetzt aber nicht unterstützen. Ja? Also das Drogenbusiness aufzubauen von jemandem oder so, das wäre jetzt nicht, also ist das ethisch vertretbar, was wir da als Auftrag gegeben wird. Also das wäre jetzt das eigentliche Grundverständnis von sozialer Arbeit. Also, was will der Klient oder was will der Adressat oder die Adressatin und gibt es da fachlich was dran auszusetzen, sage ich mal. Und in der Regel natürlich auch noch, das ist mit meinem Auftrag, wenn ich den von staatlichen Seiten habe, vereinbar. Und dann muss da eben ein Kompromiss gefunden werden. Also, eine ziemliche Abstufung, hier muss das passieren, ihr könnt und dann im Bereich der sehr unterschiedlichen. Zu Konkurrenzantworten. Ich meine, wie nehmen Sie die anderen Anbieter, die zum Beispiel zivilgesellschaftlich tätig werden, am Rahmen von Vereinen, Kirchen und so weiter, Gewerkschaften, was weiß ich. Wie nehmen Sie das wahr? Sind das Ihre Gegner?
Gegennachhilfe, irgendwie sowas habe ich nicht. Also wenn es sinnvoll ist, also es geht immer, also da auch wieder Lebensweltorientierung. Also die Sachen, die Ressourcen, die in dem Umfeld vorhanden sind, die man sinnvoll einsetzen kann für die Aufgabe, die sollten genutzt werden. Gegnerschaft gibt es da nicht. Es gibt nur Probleme mit künstlich geschaffenen Märkten, wo keine Märkte vorhanden sind. Da kann es mal Probleme geben, weil es im Ausschreibungsverfahren, also was ja kein klassischer Markt ist, wenn man im Auftrag vom Staat tätig wird, ist das einfach kein klassischer Markt, weil die Optimierungsprozesse sind überall da oder Möglichkeiten sind überall da, aber sie sind begrenzt. Und irgendwann kann man halt eben nur noch gibt zum Beispiel Mechanismen, dass dann nur noch über Dumpingpreise auf Kosten der Löhne und Gehälter gearbeitet werden kann. Und das ist halt eben kein... doch, in der sozialen Arbeit. Und das ist halt kein normaler freier Markt in dem Sinne, weil halt eben der Marktwert ist ja nur da, in dem Sinne, dass der Staat sagt, mach das mal. Ja, und es gibt auch keinen anderen Auftrag über das Staat. Ja, also da gibt es Probleme, aber das ist auch nicht, also die Konkurrenz besteht ja nur darin, dass die Anbieter mitmachen und jeder nochmal den Preis eine Runde runterdrückt. Und von daher, also da ist ja auch... Ich weiß, dass auf einmal marktwirtschaftliche Mechanismen in einem Bereich greifen, der eigentlich völlig anders organisiert ist. Genau, also es ist ja in vielen Bereichen der sozialen Arbeit, so selbst Jugendhilfe, arbeitet ja mit Produkten und Stückkosten und alles. Würde es helfen, der Staat dazu haben? Ja, was heißt, man muss sich einfach überlegen, wie man das macht und wie man auch kontrolliert. Also wie man Effektivität von Arbeit kontrolliert. Ist das eine reine Kostenfrage oder gibt es andere Kriterien? Und da haben wir es halt einfach schwer, weil der Wert der Arbeit ist halt nicht immer gleich erkennbar und bemessbar. Genau, weil wir eben keine Autos verkaufen, sondern mit Menschen arbeiten. Und dann würde ich gerne das Publikum öffnen, falls da noch Fragen gestellt werden können. Ja, ich meine, zu den Werten, die Sie ansprechen, eben auch erwerbswirtschaftliche Märkte, das sollte wirklich davon leben, berufsberatende Leistungen, eheberatende Leistungen, das würden Sie nicht bekämpfen wollen. Nee, das kann wirklich bekämpfen, kann eh keiner bezahlen von den Leuten, die zu mir kommen. Also privates, berufliches Coaching kann ja niemand bezahlen von den Leuten, mit denen ich arbeite. Ja. Da bin ich keine Konkurrenz. Das gibt es auch noch als Feld. Ne? Also es gibt zivilgesellschaftliche Initiativen, es gibt die Steuerinteressierten und dann gibt es das Dritte noch, sich selbst organisierende. Genau, ich kenne aber auch viele Sozialarbeiter, die selbstständig sind und zum Beispiel berufliches Coaching anbieten für Leute, die sich das leisten können. Sowas gibt es auch. Und es gibt auch andere Felder, wo Sozialarbeiter sich selbstständig machen. Also es ist ja nicht so, dass es das nicht gibt in der Sozialarbeit. Das ist sicherlich eher eine Nische, aber ist ja auch da. Ja, zwei kurze Punkte von mir. Das eine nochmal zum Thema Ideologie, was wir vorhin hatten. Und ich weiß gar nicht, wo das herkommt, über die vielen, vielen Jahre, dass immer wieder soziale Arbeit in den Verdacht gerät, ideologische Klientel irgendwie so zu beeinflussen, dass es Entwicklungen geben könnte, die vielleicht dazu führen, dass, also das hat sich in den Jahren ja gar nicht... Wozu ich weiß nicht, also wohin weiß ich ja nicht jetzt. Auf jeden Fall im Sinne von Vereinnahmung etc. Aber zumindest liegt dieses Schwert des Damokles, sage ich mal, stets über dieser Diskussion. Und es hat sich ja nun, ob man es gut oder schlecht findet, will ich gar nicht bewerten, herausgestellt, das ist ja de facto gar nicht so. Da hat man, also die Diskussion in der sozialen Arbeit geht ja viel eher in die Richtung, dass man sich zu Dienstleistern etc. marktwirtschaftlich orientierten Einrichtungen entwickelt, die aber stark subventioniert sind. Von daher, was eine Schieflage durchaus bedeuten kann, aber woher das kommt, ist eine Schlag. Aber was natürlich notwendig ist, und da glaube ich, und da hoffe ich zumindest, dass wir uns da einig sind, dass soziale Arbeit immer mit einer bestimmten Form von gesellschaftlichen Haltung verbunden ist. Und dass es nicht nur darum gehen kann, um Erfolg, in diesem Sinne des beruflichen Erfolges beispielsweise von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dazu beizutragen, dann könnten wir auch junge Menschen, um das jetzt mal in einer polarisierenden Form vorzutragen, auch dazu unterstützen, in rechten Organisationen und zwar relativ einfach Führungspositionen einzunehmen. Dann hätten sie A, einen Statuserfolg, sie hätten möglicherweise auch einen ökonomischen Erfolg darin, etc.
polarisierend dargestellt. Also es heißt, es geht immer auch bei sozialer Arbeit um eine bestimmte Form von sozialer Haltung. Und der zweite Punkt, um den es nun geht, ist im Kontext halt auch, den Sie auch gerade mit hier, zum Thema Arbeit etc. hatten, nicht Frau Wiese, sondern Herrn, ja, Entschuldigung. Also meine These ist, dass soziale Arbeit natürlich auch unter den Bedingungen, da treffen wir uns vielleicht sogar her, stark in unterschiedlichen Feldern nochmal unterschiedlich auch ausgeprägt, auch von den Bedingungen, die ich am Anfang skizziert habe, zur Mündigung des Klientels beiträgt. Und viel, also nicht nur hilft, also nicht nur Leiden lindert, sondern viel Leiden auch schafft. Also viel, und dann auch noch Ungerechtigkeit herstellt, natürlich. Und das hat was mit Systemen zu tun, in der Stelle, gut, ne, das hat was mit Systemen, aber gut, lass ich das als These erstmal so weiter stehen. Danke. Ich würde gerne Herrn Havara noch etwas abschließen fragen, weil er gleich losgehen muss und für die Publikumsfragen leider nicht mehr da ist. Ich lese mal mit Interesse im Kapital die Debatte zwischen Hayek und Keynes, also werde ich erleben. Für die soziale Arbeit, wenn wir haben Defizite, es gibt Nöte. Sind wir hier das falsch? Übertragen jetzt auf unsere Thematik. Sie haben jetzt unterschiedliche Positionen. Also, ich fördere da rein, weil man die Ruhe und die Leute machen es selbst. Oder ich fördere da nicht rein, in einer großen Risikolage, sondern warte, dass sich selber reguliert und irgendwo wird schon jemand was Initiative ergreifen, was tun. Ist das der Ansatz, den Sie befürworten würden? Unser Konjunktur. Aber es ist ja ein Defizit sein, die um die Konjunktur der anzukurbeln und damit auch beschäftigen, und dann ist der Finanzinstitution zu high. Aber das ist ja ein gutes Thema. Also, was ich jetzt sage, ich meine, es ist ja wieder Soziales, oder haben zwei wichtige Menschen besser als die man in die Richtung stellt. Zunächst einmal ist natürlich der Markt selber, indem er Maßnahmen verbindet und Sozialhilfe und ihres Branchen möglich macht, an sich sozusagen. Ja. Auch dieses kleine Land ist gut, das ist ein Fenster, aber ich werde hier hat hier ein Auto. Im 18. Jahrhundert, ich ja, noch nicht, im 18. Jahrhundert ist der kleine Mann, der hat ein Auto, ja, also eine Kutsche, das war nicht mehr raus. Also, Marktwirtschaft hat eben auch dieses kleine Mannes gebracht und die Möglichkeit gemacht, einen Wohlfahrtsstaat auf dieser Basis aufzubauen. Das ist dann eigentlich. Und das fand ich auch für uns sehr wichtig. Und jetzt auch die Sozialhilfe, Mindesteinkommen, garantiert natürlich nach Mindestest, also Bedürftestprüfung, die sind für die Kosten, die das nächste Leben umlassen, das wir brauchen. Also wirklich brauchen, das ist ja haben. Ich glaube, die nach vier polarisieren, die sind wirklich, da sind wir noch nicht in das Problem fassen, von jemandem, der gar nicht achten kann, dass das Geld, dass das jetzt möglich hat und nicht aus allen Mitteln herauskommt. Doch, für viele Leute, die assistieren, so ein bisschen. Also, Hayek ist nicht der unsoziale Einland oder wie der unsoziale Kannibale, als der dargestellt wird, sondern er hat ja einen sehr guten ausformulierten Ansatz, den ich heute Hayek und Keynes, ist natürlich mein Freund, das ist klar, die ganze Misere, die wir hier erklären, führt sich auch darauf zurück, dass die
zwar insofern, als es mir scheint, dass Sie zwischen Autarkie und Autonomie ja eigentlich eine Verwechslung gemacht haben. Also es geht ja in der sozialen Arbeit nicht darum, autark oder vielleicht ginge es darum, aber es wäre natürlich naiv als Bestandsaufnahme anzunehmen, autark zu sein. Das ist das eine, sondern es geht ja mindestens um die Frage der Autonomie. Das sind zwei völlig verschiedene Begriffe. Das ist das eine. Das zweite, und daran vielleicht meine Frage, wo Sie am Anfang, glaube ich, gesagt haben, sozusagen alles außerhalb des Staates sein und besonders selbstständig sein und so. Ich verstehe doch schon die Aufgabe der Gesellschaft, des Staates, auch so Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Also soziale Arbeit verstehe ich nicht so als die Stellen, gibt uns doch ein bisschen Geld und vielleicht mehr, sondern die Verantwortung sozusagen einer Politik und eines Staates, sondern so wie sind ja Ressourcen zur Verfügung stellen. Vielleicht haben Sie falsch verstanden. Ja, auch da haben Sie es eine Frage der Politik. Ja, auch da ist es sich selbst, dass man nicht da so wenig. Man braucht auch keine Politik mit allen und kann sich selber versorgen. Alle Dinge, die da auch das sind, man auch haben. Und das habe ich natürlich nicht die Sozialarbeitstätigkeit verstanden. Ich glaube, warum? Denn man kann einfach sie selber beschließen über die Gelder, die sie zu kriegen. Was dann angefangen wird, welche Projekte sie da bevorzugen. Ja, Sie bekommen es zur Verfügung gestellt vom Staat für selber, aber es ist ein zugeben. Und das haben wir hier auch. Sie kennen nicht, dass da einfach nur so zu kommen. Da gibt es keine Ansprüche, sondern Legitimationszwecke. Warum? Das ist so Bildung zum Beispiel, wie wir das haben gemacht, das ist so sozial. Das ist einfach das. Ist, warum hier wirklich? Modell, dann würde man sagen, das entscheidet der Nutzer.
der entscheidet, ob das jetzt jemand ist, der ihm hilft oder nicht, ob das jetzt ein Sozialarbeiter ist, ob der diesen Beruf hat oder sich das vielleicht angeeignet hat. Es gibt ja auch Menschen, die sehr gute Therapeuten sind, ohne dass sie zum Beispiel eine therapeutische Ausbildung haben. Ja, und dann entscheide ich das als Nutzer, also als die Person, die es jetzt wahrnimmt. Das ist mal autonom. Frei und autonom, das wäre sozusagen die Libertäre und in unserem System wäre das Kammersystem. Würde ich jetzt drauf anfangen. Ich würde gleich mal widersprechen. Die öffentliche Hand hat den Auftrag, die sozialen Dienste zu finanzieren, weitgehend. Wir gehen mal vom privaten Sektor mal weg. Und da gibt es so, dass ein Vergabe eben nicht nur nach danach gehen kann, wer das billigste Angebot macht, sondern die fachlichen Standards, von denen heute immer wieder geredet wird. Und da fühlen sich die Träger der freien Wohlfahrt und die Anbieter, die Leistungsanbieter, fühlen sich unterdessen mit den öffentlichen Ämtern, Jugendamt, Sozialamt zusammen und entwickeln fachliche Standards. Und damit die eingehalten werden können, braucht man auch Fachleute. Und die Träger, die Angebote machen, werden schon gucken, ob sie jemanden haben, der das aus der Hand schütteln will oder der ein Talent ist oder ob er eine Qualifikation nachweisen kann. Das ergeben sich auch bei allen Bewerbungen. Da wird nach der Qualifikation gefragt und nach einer Weile guckt man nochmal nach, bringt er unserem Ziel, dem Ziel unserer Arbeit, bringt er das auch mit. Wir haben ja bei Sozialarbeit den schwierigen Nachteil, dass die Nutzer oder Umstand das gar nicht so besonders gut einschätzen können, im Gegensatz zu dem, was von dieser Seite. Und dass wir andererseits auch Hochschulen haben. Wir schicken den Leute raus, denen wir alles Mögliche versucht haben beizubringen und die wir auch erleben oder können wir auch Empfehlungen geben. Wo sollte jetzt die Kontrolle, die Übersicht sein? Ich gehe jetzt raus, fange damit an zu arbeiten, mache den allerletzten List. Wer soll mir dann nochmal Einhalt geben? Das ist der Patient. Jetzt bei dem Teilmodell. Also wir haben ja grundsätzlich bei Dienstleistungen, das nennt man in einer Betriebs- oder einer Volkswirtschaftslehre, nennt man das sogenannte Principal Agent Problem. Das heißt, ich weiß nicht, was ich für eine Qualität bei einer Dienstleistung bekomme. Das bekomme ich erst, wenn ich die Dienstleistung wahrnehme. Und dann muss ich halt in der Lage sein, zu entscheiden, ist das jetzt gut für mich oder nicht. Und immer ein Problem, egal welche Dienstleistung, ob das jetzt eine soziale Dienstleistung ist. Ich sehe immer meine Helfen, wenn ich sage, super oder ganz furchtbar. Und genau, dann muss ich für mich sozusagen entscheiden, muss ich sagen, ich schiebe jetzt mir die Füßen ab, das heißt, ich suche jemand anderen, oder ich sage, das ist das, was ich suche. Das kann dann auch eine Person sein, die formal nicht qualifiziert ist, oder sie hilft mir, also bleibe ich bei ihr. So, es kann natürlich sein, dass aber die Person jetzt, wenn ich jetzt Außensicht einschalten würde, genau das in Anführungsstrichen falsch mit mir macht. Das kann es auch sein, das ist halt das Risiko. Wenn ich sage, das ist wie zum Friseur gehen, ich finde eine Frisur ganz toll, dass wir die schneiden, gehe raus und die meine Freunde und Bekannte sagen, das ist irgendwie siehst du nun aus. Ja. Also jetzt ganz einfach plakativ dargestellt. Wechseln. Ja, ist ein anderer Bereich, haben Sie natürlich recht, ja, wächst nach. Ich muss erstmal 4 Wochen mit einer Pudelmütze rumlaufen, ja, damit die anderen nicht sehen. Nein, was ich damit sagen will, ist, wir haben einfach grundsätzlich dieses Problem, im Dienstleistungsbereich zu entscheiden, weil wir haben auch Leute, die sind fachlich sehr gut ausgebildet, aber die leisten schlecht. Dann schlicht und einfach. Ja, ich glaube sogar, dass es davon eine ganze Menge gibt, ne, die einfach schlecht leisten. Wir kommen aus diesem Dilemma nicht raus. Direkt dazu? Mir brennt es gerade, weil aber er war so lange Zeit, ich würde nicht zurücknehmen, trotz alledem. Okay, also, aber das beantwortet ja vielleicht auch Ihre andere Frage. Also, Sie haben gefragt, ob wir das hier gut abbilden, die soziale Arbeit. Das ist bei den vielen Arbeitsfeldern, die es gibt und bei der Komplexität einfach gar nicht möglich. Mhm. Ja? Ich sage jetzt mal, also, was heißt denn Selbstständige in der sozialen Arbeit oder dergleichen? Wenn wir jetzt auf die Jugendhilfe gucken, ja, da kriegen die Leute zwar kein Geld in die Hand, aber sie haben ein Wunsch- und Wahlrecht. Das ist es doch eigentlich schon. Sie dürfen sich mehrere Träger angucken und können sich einen aussuchen. Und das müssen sie genauso machen, wie wir zum Teil irgendwie halt dann den Handwerker aussuchen und dann stellen fest, das sah zwar toll aus, aber es ist nicht so toll. So, das kann immer passieren. Es geht mir auch gar nicht darum zu behaupten, übrigens noch ergänzend, dass da nicht auch das Gegenteil von Autonomie in der sozialen Arbeit bewirkt wird. Ich habe nur versucht zu skizzieren, wie es sein sollte und woran wir uns ausrichten sollten. Und ansonsten ist dann zum Beispiel, um bei der Jugendhilfe zu bleiben, im Hilfeplanverfahren die Kontrolle gegeben. Da sollte die Kontrolle sein. Der Mitarbeiter aus dem Jugendamt kann, wenn er es denn schafft, bei der Arbeit, die er hat,
im Träger vorbeischauen, kann sich das angucken, kann mit den Jugendlichen sprechen, kann mit dem Auftraggeber, also mit dem Träger sprechen und. Da gibt es Kontrollmechanismen. Ist das eigentlich eine Illusion, was Sie dabei sagen? Ja. Zum Teil ja, unterschiedlich. Aber ich erlebe es ja auch in meiner täglichen Arbeit, dass die Kolleginnen zu uns kommen und Hilfekonferenzen bei uns abhalten. Und, so. Also es ist ein, und die sind auch telefonisch erreichbar und. Aber es gibt natürlich schon, es wird auch in Berlin, so unterschiedlich, sogar in den Regionen unterschiedlich. Es gibt welche, die haben absolut viel Personalnot und können knapp noch gerade ausgucken und andere, da ist es halbwegs okay. Ja. Aber also es gibt ja schon vieles von dem. Also von daher, wir werden es hier nie ganz gänzlich abbilden können. Es gibt auch noch andere persönliches Budget. Ja, ein anderes Beispiel, wo man wo man selber entscheiden kann, theoretisch, wie das Geld verwendet wird. Das ist immer nur die Frage, wie kann man es umsetzen? Aus welcher Art von Hilfe? Und wie wird das unterstützt? Also gerade zum Beispiel beim persönlichen Budget ist es halt einfach schwierig, weil die Menschen nicht aus meiner Sicht immer ordentlich unterstützt werden bei der freien Wahl, sondern eher lieber wieder auf alten Spuren direktiv in irgendwas eingeleitet werden. Aber ich finde es halt schwierig und komplex, das können wir hier heute eh nicht klären. Ja, also wir haben auch noch, das möchte ich an der Stelle noch ergänzen, das sogenannte Problem der Markttransparenz. Ja, ich eher auch für das Publikum was zulassen. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Sind wir auch völlig. Bitte. Ich hätte noch mal eine Frage zur Finanzierung. Glauben Sie, dass eine Umgestaltung der Finanzierung im Sinne eines Sozialraumbudgets möglich wäre und b, im Prinzip die Anpassung des Klienten an die Leistung verhindern und die soziale Arbeit in ihrer Autonomie stärken würde? An wen speziell? Vor allem an Frau Wiese und den Herrn links daneben. Bundesrat. Von aus links. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, das Erste, was, also Sozialraumbudget, was, das, da bin ich überfordert, das weiß ich nicht, was das ist. Im Sinne einer gebietsspezifischen Finanzierung. Eine was? Einer gebietsspezifischen, also dass man sagt. Man macht das Gebiet selber mit dem Geld, was es will oder kann es dann einsetzen? Genau, dass man im Endeffekt sagen kann, man hat für dieses Gebiet ein Budget und kann aber somit die Leistungen, die der Klient braucht, ja, besser anpassen. Also sonst ist es ja im Endeffekt so, ich habe die und die Leistung und dann muss ich gucken, ob der Klient auf die Leistung passt oder auf die Leistung passt. Und dann werden individuelle Sachen einfach auch verhindert. Aber also ich weiß jetzt nicht, über was, also über, es ist ja immer die Frage, über welche Hilfen sprechen wir und wie sind die finanziert, aus welchem Rechtskreis. Also in der Jugendhilfe gibt es das ja. Also die Jugendämter haben ein Budget und das ist in der Regel zu niedrig und mit dem müssen sie dann sozusagen gucken, wie sie das steuern, dass alle Bedürfnisse, dass die zwingend zu erbringenden Leistungen gemacht werden und auch noch darüber hinaus. Und das führt dann in der Regel dazu, dass man sich überlegt, wie man dann halt eben mit dem Geld zurückkommt und da macht man eben hat man halt eben Stückkosten eingeführt und hat einen Median, also einen Durchschnittswert für Berlin, den man errechnet und damit müssen sich die Leute dann eben auch noch orientieren und nicht nur an den fachlichen Daten. Also das wäre immer eine Frage der Ausstattung. Wenn das Budget stimmt, dann ist es gut. Ich kann auch auf die Schulen verweisen, die haben ja auch viel, arbeiten ja auch mit einem ähnlichen Prinzip. Und es ist nicht immer gut, was da rauskommt, behaupte ich mal. Aber das. Okay, danke. Ja, genau. Ich schließe nur noch mal an und antworte auf die Frage weg, weil der Sozialdienst in 8 Jahren das Oberbürgermeister beides probiert hat. Sozialraumbudget und Einzelfinanzierung. Einzelfinanzierung, da nimmt man mal eine Katalogliste und gibt dem die und die Leistung, wie Sie schon gesagt haben. Und Sozialraumbudget kann ich viel kreativer arbeiten. Aber da brauche ich eine höhere Qualifikation, eine viel bessere Kommunikation untereinander, eine höhere Verantwortlichkeit auch beim Klientel und möglichst auch einen gesellschaftlichen Background, in dem ich das entwickle in Stadtgebieten oder so. Fördert das autonome Entscheiden? Natürlich. Sozialraumbudget überhaupt in einer persönlichen Budget, würde ich auch sagen, fördern die Selbstbestimmung und die Emanzipation des Individuums. Aber
Darauf haben meine Kollegen hier im Podium schon aufmerksam gemacht. Sie wird nicht immer im eigenen Sinne positiv gebraucht. Und diese Balance, diese Gratwanderung, wo darf ich denn jetzt sagen, der entscheidet nicht gut für sich, jetzt nehme ich ihm die Ressource wieder ab und verwalte sie selber, oder aber ich verweigere sie ihm, weil ich wie ein Sozialarbeiter noch dranbleiben will. Das muss fachlich entschieden werden, ich glaube am besten im Team. Das heißt, ich öffne einen Entscheidungsraum und gebe damit natürlich auch etwas Kontrolle ab, riskiere aber mehr Entwicklung, als wenn ich alles von außen stelle. Kontrolle abgeben ist doch unser Ziel. Ich habe 20 Jahre im Kinder- und Jugendheim geleitet. Es war doch mein Ziel, die Kontrolle abzugeben. Die sollen sich selber kontrollieren. Das wurde heute auch sehr gut gesagt. Aber sie müssen dazu fähig sein. Und deswegen, das ist eine hochkomplizierte Arbeit, die wir alle leisten müssen, immer genau das zu erkennen. Und deswegen sage ich immer Team. Mehr sollen aufgucken und darüber entscheiden, dass wir Hilfe planen müssen. Also vielleicht noch als Ergänzung dazu, jetzt zu dem Budget. Das war auch zum Beispiel ein Ergebnis meiner Forschung, oder das hat sich überhaupt in diesem ganzen persönlichen Budgets, also in den Einzelbudgets gezeigt. Es war immer die Frage der Beratung. Das heißt also, dass es Leute geben muss, die die Klienten oder die Nutzer dabei unterstützen müssen, sinnvoll mit diesem persönlichen Budget umzugehen. Und so sehe ich das auch mit den Sozialraumbudgets. Es ist eine wirklich hohe Verantwortung. Man muss sehr genau überlegen, wie man diese Budgets denn verteilt. Und dann ist auch mal die Frage, wie sind diese Budgets ausgestattet? Eine Anmerkung würde ich noch geben. Also es wird immer sehr viel, natürlich der Kinder- und Jugendbereich ist einer der größten, wir haben, und es wird immer auf den Bereich eingegangen. Ich bin eher in der Alten- und Behindertenhilfe engagiert, würde ich mal sagen, und gehe natürlich auch von der Warte aus. In dem Bereich ist das ja eingeführt. Das ist ja dort auch eine Regelleistung und es gibt dazu ja eine ganze Menge Forschungsergebnisse und unter anderem eben genau die Frage nach der Budgetassistenz. Ne? Also nach der Frage, wer berät mich, wer unterstützt mich bei der selbstständigen Wahrnehmung. Das heißt, wir haben auf allen Seiten der Hilfeplanung, der Hilfezuwendung, der Hilfeinanspruchnahme Ansprüche. Wir haben, was Sie gerade als Beispiel, vielen Dank. Je anspruchsvoller das Verfahren ist, ich meine, es ist nicht schwieriger, anspruchsvoller, glaube ich, wäre das passende Wort, desto mehr initiiert es, desto mehr bringt es in Gang und die Entscheidungen werden dann qualifizierter auf der Empfängerseite getroffen. Das klingt nach eher autonomiefördernd, als wenn du brauchst, ich gebe fertig, als wenn so ein sehr glattes Verfahren genutzt wird. Was haben wir für ein Ergebnis hier? Wir haben sehr unterschiedliche Meinungen zu Sozialarbeit überhaupt gehört. Wir haben die Frage von Autonomie und Mündigkeit, glaube ich, in keiner Weise gelöst, aber einige Aspekte beleuchtet, was eine wichtige Rolle spielt und wo Sozialarbeit in Bereiche kommt, die sehr viele gesellschaftliche Ansprüche erfüllen soll oder auch Defizite bei Klienten ausgleichen soll, was aber nicht immer kann und aus welchen Quellen soll das gefördert werden. Ich glaube, wir enden mit einigen sehr offenen Fragen. Und ich hoffe, Sie sind so offen, dass Sie bei Ihnen weitere Denkprozesse anregen und nicht verzweifeln, das ist ja noch nicht zu klären. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke für die Bereitschaft, hier mitzusprechen und Aspekte reinzubringen, die wir vielleicht sonst hier nicht gehabt hätten. Und entlasse Sie alle hinaus in die Sonne. Nicht in die Sonne, später in die Sonne. Noch nicht in die Sonne. Ich bedanke mich erstmal als Vertreter des Projektteams bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion und auch bei Frau Professor Angela Winkler für die Moderation. Jetzt folgt ein höchstens 10-minütiges Abschlussresümee, dass wir den Tag auch rund zu Ende bekommen. Und dann werde ich noch zwei Abschlussworte sagen und in 15 Minuten werden wir den Fachtag beenden. Aber uns ist dieses Abschlussresümee noch wichtig. Gut, vielen Dank, Hannes. Wir freuen sich ein Bild hier oben, das auf dem Laptop da schon drauf ist. Müssen wir hier eingespielt werden. Das wird sich jetzt nicht langweilen mit einem Abschlussresümee, dass ich jetzt hier irgendwie irgendwas erzähle noch. Das auf gar keinen Fall. Sondern so ein Fachtag ist ja sowas, auch sowas ähnliches wie eine sozialarbeiterische Intervention. Ne? Also nach so einem Fachtag soll irgendwas anders sein. Ja? Es soll irgendwas bewegt worden sein. In der systemischen Arbeit gibt es die Idee, dass eine Intervention ein Unterschied ist, der einen Unterschied macht.
Es geht um Unterschiede, um Veränderungen. Darüber haben wir heute auch vieles gehört. Und ich möchte Sie einfach einladen, mal zu überlegen, was sind denn die Unterschiede, was ist denn jetzt anders? Wie sind Sie denn jetzt vielleicht auch anders nach diesen fast 10 Stunden hier an der Fachhochschule Potsdam, in diesem Hauptgebäude, in diesem Hörsaal? Was hat sich da tatsächlich verändert? Und ich habe dazu ein kleines Bild, das können Sie jetzt erkennen. Also das hat auch ganz viel mit Sozialarbeit zu tun. Ne? Sozialarbeit, das ist, kommt von Pestalozzi schon, das ist ein altes pädagogisches Prinzip, hat was mit dem Kopf zu tun, ja? Hat was mit Theorien zu tun. Wir haben heute viel über Theorien gehört auch. Sie mussten sich anstrengen im Kopf. Sozialarbeit hat natürlich aber ganz viel auch zu tun mit der Hand, ja? Mit dem Tun, mit dem Machen, mit der Methode. Und Sozialarbeit hat natürlich ganz viel zu tun, das haben wir heute oft gehört, mit Haltung. Das kann man dem Herz zuordnen, ja? Mit dem Herz. Das ist also eine Dreidimensionalität, ne? Kopf, Herz und Hand. Und wir versuchen zu transformieren, ja? Das, was da in der Mitte drin steckt, diese Spiralen, sondern so dieses Transformierende deutlich machen. Und die Frage ist jetzt, ja, was hat diese Fachtagung transformiert? Was hat die verändert? Im Denken, vielleicht auch im Handeln und im Herzen, in der Haltung, gibt es da irgendwas? Und ich möchte Sie eigentlich damit so dann auch so allmählich aus dem Fachtag entlassen, die noch durchgehalten haben, aber vielleicht gibt es da sogar ganz spontane Äußerungen, die sagen, ja, ich habe da jetzt irgendeine neue Erkenntnis oder ich weiß, was ich am Montag tue, wenn ich wieder in meiner Einrichtung bin, oder ich habe eine ganz andere Einstellung plötzlich gewonnen. Ja? Vielleicht auch so die Frage, woran merken denn Ihre Kolleginnen und Kollegen am Montag, dass Sie hier auf der Fachtagung waren? Ja? Woran merken die das? Oder woran merken das Ihre Freunde, Ihre Verwandten, Familienmitglieder, Partnerinnen, Partner, Kinder, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen? Wahrscheinlich ist ja schon das Bett fallen oder so. Aber vielleicht gibt es auch andere Sachen. Ja? Wenn es noch gerade so dazu Ideen gibt, dann würde ich die gerne mal hören. Ja? Gut, dann lasse ich das einfach mal so als Impuls zum Nachdenken, zum nach Hause gehen, zum Austausch. Ja? Überlegen Sie sich mal, sprechen Sie mal darüber, was ist im Denken. Ein bisschen anders vielleicht, ganz klein bisschen anders. Was ist in der Haltung, in der Einstellung, im Herzen vielleicht ein bisschen anders? Und was ist vielleicht auch im Tun anders? Ja? Und woran merken das Ihre Kolleginnen und Kollegen am Montag, dass Sie hier waren? Ja? Bestenfalls natürlich positiverweise. So, mehr möchte ich gar nicht sagen, gebe ich dem Hannes wieder das Mikro. Ja, wir haben jetzt zum Rausgehen noch was vorbereitet, und zwar haben wir mit vielen Leuten gesprochen heute und wir haben einfach Eindrücke gesammelt, was bedeutet Autonomie für Sie in der sozialen Arbeit, und dieses Video zeigen wir jetzt noch. Wir möchten uns aber zuallererst noch bei jemandem bedanken, ohne natürlich dieser Fachtag auch nicht möglich gewesen wäre. Denn auch bei uns, unser Projektteam, sind Unterschiede zutage getreten nach diesem Fachtag durch Lernprozesse installiert, und die verdanken wir Herrn Professor Klebe, mit dem wir sehr intensiv sozusagen diesen Fachtag gearbeitet haben, und da haben wir eine Schachtel Pralinen organisiert. Also vielen, vielen Dank. Auch gleich kleiner Applaus für Herrn Klebe. So, jetzt werden wir mal gucken, ob wir dieses Video hier starten können. Aber vielleicht können wir ja auch Ihnen danken dafür, dass Sie den... Ja, vielen Dank. Jetzt mal gucken, ob die Maschine läuft und ob wir dieses Video ankündigen.